Uwe, du bist hier mit dem Hammer 1 angetreten bei der Breslau, wolltest einer der ersten Fahrer sein, der mit einem Hammer 1 die Breslau besiegt. Jetzt sehen wir den Hammer, wie er gerade ins Ziel kommt und der ist ungewöhnlich nass und dreckig. Was ist heute passiert? Nun, wir hatten einmal eine Verzögerung von 2 Stunden beim Start. Das heißt, wir sind 2 Stunden später gestartet wie normal. Das heißt, wir waren der Letzte des Starterfeldes. Die ganzen Autos und die ganzen LKWs natürlich vor uns und die wollten wir die Zeit gut reinholen. Wir waren gut unterwegs gewesen. Dann kam aber dieses Wasserloch und da ich schon durch die Autos und durch die LKWs so eingefahren war, stand er das Wasser also bis hier oben hin. Ja. Bis in diese Höhe. Alle Elektronik, alle, also das Tripmaster, GPS-Geräte, alles, selbst die Klamotten auf Ersatz, also wie unsere Schuhe oder Schlafsack, all das ist nass geworden. Dabei ist die Elektronik ausgefallen. Gott sei Dank gedankt haben wir, sind wir ein bisschen vorsichtig gefahren, schon bei der Anmeldung. Wir haben hier meinen Kollegen Berthold ebenfalls für das Hammer Racing Team gewinnen können. Der mit einem LKW, ist ein Mann, ist es, ne? MAN, oder? Steyr, Entschuldigung. Der uns dann von einem Wasserloch an die kompletten Kilometer hier rüber gezogen hat. Ja. Irgendwann, ich glaube, vielleicht ein paar hundert Meter vor Ende vom Ziel, ging es dann gar nicht mehr. Dann muss dann ein noch größerer LKW kommen. Leider Gottes haben wir jetzt die 10 wertvollen Punkte, die wir hier heute erreichen konnten, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt also aufgegeben haben, beziehungsweise uns Fremdhilfe uns benutzt haben, haben wir alles auf eine Karte gesetzt und dabei verloren. Würdest du sagen, dass das Rennen für dich vorbei ist oder werdet ihr versuchen, das Auto vielleicht heute nochmal gangbar zu machen? Nun, ich bin sehr zuversichtlich auf mein Team und ich bin davon überzeugt, dass die alles versuchen in irgendeiner Form, um das wieder hinzukriegen. Nur wenn halt Wasser in den Relais ist, in der kompletten Steuerung ist, dann kann man nur hoffen, dass es dann irgendwo Möglichkeiten gibt, wie man es schnell bereinigen kann. Klaus und Jens, wie war es heute bei euch? Ja, ist super gelaufen heute. Stören halt immer wieder die LKWs. Ja. Also dummerweise hatten wir gleich nach diesem Schlammloch, wo alles steckte, einen großen MAN mit Koffer vor uns. Und der hat uns leider nicht gehört. Also wir kamen auch nicht immer so dicht dran, weil du siehst nichts. Du fährst quasi wie mit Augen zu. Ja, wirbelt Staub auf dem Kühlschrank. Ja, rutscht ein, zweimal dann auch an den Kurven aus, weil du jetzt echt nicht mehr siehst. Aber irgendwann hat er uns dann doch unser kleines Hüblein so hup, hup, hat das dann doch gehört und ja, danach konnte Klaus also fast Vollgas durchfahren. Also dann haben wir richtig wieder gut gemacht. Wie würdest du die Strecke heute beschreiben? Also für mich als Beifahrer war sie, ja. Sieht man ja.
schön. Also ich durfte endlich abkühlen. Das war klasse, weil im Wagen war es scheiß heiß bei den Außentemperaturen hier. Und ich hatte eine schöne Körperkühlung jetzt gehabt. Aber ansonsten anspruchsvoll. Jetzt, wo wir den einmal hinweg hatten, konnten wir richtig Gas geben. Der Wagen fliegt gut, der liegt gut. Ist einfach genial. Klaus fährt absolut spitze. Hört auf mich. Wollt mir einmal widersprechen, weil der rote Truck kam uns plötzlich entgegen und meinte, er müsste rechts abbiegen. Er meinte, er will auch rechts abbiegen. Da gab es mal wieder noch mal ein bisschen Diskussionswert, aber er ist trotzdem links abgebogen und das hat gepasst. Das war genau richtig. Klaus, wie hält das Auto bisher? Auto hält gut. Ich wundere mich eigentlich. Ich habe damit gerechnet, dass wir mehr Schäden haben. Bis jetzt haben wir eigentlich überhaupt nichts gehabt. Und wie seht ihr den restlichen Verlauf der Breslau entgegen? Ja, wir werden es ein bisschen verhalten angehen lassen und dann schauen wir, dass wir ein bisschen ins Ziel kommen. Wieso? So schlecht seid ihr gar nicht unterwegs? Ja. Der Kübler ist erst vor 10 Minuten durch. Ja,